Damit wieder recht herzlich willkommen wieder zurück auf unserem Kanal zu einem neuen kleinen Let's Play. Und zwar machen wir uns heute auf in 7 Days to Dice. Aber wir machen nicht nur einfach 7 Days to Dice. Nein, wir machen eine Challenge. Und zwar ist unsere Challenge, wir müssen 7 Tage überleben. Und zwar den ersten Blutmond. Das ist die Challenge. Das ganze Projekt läuft so lange, bis ich sterbe. Wenn ich innerhalb dieser 7 Tage oder vor den 7 Tagen sterbe, ist dieses Projekt einfach vorbei. So. Zusätzlich habe ich natürlich noch ein paar Challenges für mich mit reingebracht, damit das Ganze nicht so eintönig ist, weil man könnte ja auch gucken, dass man einfach nur 7 Tage überlebt. Dann wäre natürlich zu einfach. Nein. Wir machen das Ganze so, dass wir nämlich pro Tag 2 Aufgaben lösen müssen von dem Typen, der uns Challenges gibt, beziehungsweise Aufträge zur Verfügung stellt. Und zusätzlich werden wir auch noch das Ganze so machen, dass wir nicht nur die 2 Aufgaben machen müssen, sondern es gibt einen Abwurf aus der Luft, wo Loot quasi drin ist. Den müssen wir auch täglich finden und leeren. Falls wir das tagsüber nicht schaffen, hey, Pech gehabt, dann müssen wir das in der Nacht durchführen. So einfach sieht die Situation aus. Ausnahme ist beim ersten Tag, wir werden am ersten Tag das Tutorial machen. Eine Aufgabe von diesem Typen und ich sag jetzt mal, einen Abwurf aus der Luft gibt es leider nicht. Das heißt, das wird der erste Tag sein. Gut. Das soll es zu den Regeln sein. Ansonsten wünsche ich euch ganz viel Spaß bei diesem Projekt. So, und damit ein herzlich willkommen wieder zurück auf unserem Kanal zur ersten Folge 7 Days to Die. Wir werden immer um 7 Uhr anfangen und um 7 Uhr wird die Folge auch beenden. Und wir gehen jetzt erstmal das Tutorial durch. Oben rechts sehen wir immer, was wir machen müssen. Fertige einen Schlafsack an. Okay, wir müssen Pflanzenfasern sammeln. Ne? Dann machen wir das mal. So, jetzt haben wir genug Fasern gesammelt. Jetzt können wir einmal einen Schlafsack herstellen. Sehr geil. So, Schlafsack. Packen wir gleich hier unten hin, weil wir müssen ihn wahrscheinlich als nächstes. Fertige einen Schlafsack an und platziere ihn. Dann machen wir das doch. Und jetzt brauchen wir eine Steinaxt. Holz sammeln und ein kleiner Stein fehlt noch. Okay. Na dann. Okay, jetzt haben wir alles soweit gesammelt. Holz, Steine, alles mit dabei. Jetzt können wir eine Steinaxt bauen. Fertig. Sehr gut, unser erstes Werkzeug. Was können wir als nächstes machen? Pflanzenfasern sammeln, um für Kleidung. Okay, na gut. So, Pflanzenfasern haben wir. Dann machen wir uns erstmal eine Hose. Die werden wir uns auch gleich mal anziehen. Machen. Und als nächstes sollen wir einen Holzknüppel herstellen. Okay, dann machen wir das doch auch. Holzknüppel übrigens sehr gut, weil... Das wird wahrscheinlich unsere Main-Waffe werden. Der Holzknüppel. Ja, weil ich bin ein Freund von dem Knüppel. Also, muss ich wirklich sagen. Finde ich geil. Okay, Holz sammeln. Wir bauen mal hier diesen kleinen... Ich sag jetzt mal, was ist das hier? Baumstumpf ab. Weil im besten Fall, wenn wir den jetzt hier komplett abbauen, kriegen wir unten rechts Honig. Leider kriegen wir in dem Fall keinen Honig. Schade. Pfeil und Bogen herstellen. Na dann machen wir das doch mal. Und gucken mal, ob wir jetzt hier noch Federn finden und sogar ein Ei. Oh, geil. Dann können wir uns einmal einen Bogen herstellen und einmal ein Pfeil. Vielleicht gar nicht so verkehrt, auch ein bisschen was für Distanz zu haben später. Weil bis jetzt haben wir ja noch keine Zombies bis jetzt gefunden, was ja erstmal glücklich ist. Aber das kann sich auch ganz schnell ändern. So. Und ich muss jetzt wieder kleine Steine sammeln. Okay. Sollen ein Lagerfeuer herstellen und es wahrscheinlich, so wie wir es kennen, auch aufstellen. So, dann stellen wir das doch mal auf. Gefletscht. So, und als nächstes müssen wir zum Händler gehen. Und damit, mit dem Händler werden wir dann unser Tutorial quasi abschließen. In 320 Meter, wo soll denn der sein? Hallo? Ah, hinter uns. Okay. Gut, dann werden wir uns mal auf den Weg zum Händler machen. Auf dem Weg dahin werden wir natürlich noch ein bisschen looten. In der Hoffnung, dass wir vielleicht, weil wir finden ja hier mal so verschiedene Lootstellen, wo wir die Sachen quasi mitnehmen können. Wie zum Beispiel auch Fahrzeuge. Fahrzeuge zu looten ist, glaube ich, auch gar nicht mal so verkehrt. Weil da befinden sich manchmal gute Sachen drin. Ne? Muss man ja auch mal überlegen. Und ich hoffe mal, dass wir auf dem Weg dahin jetzt nicht unbedingt... Zombies begegnen. Wir holen mal vorsichtshalber schon mal den Knüppel raus und sammeln währenddessen mal, wie gesagt, noch ein paar Sachen ein. Wie zum Beispiel Steine. Wir könnten eigentlich auch Fasern und Co. wieder mitnehmen.
Weil wir brauchen am Ende alles wieder. Es ist ja ein Survival-Spiel. Das heißt, wir brauchen Ressourcen, Ressourcen, Ressourcen. Weil für den ersten Tag haben wir ja die To-Do, dass wir ja mindestens eine Mission machen. Bei Tutorial haben wir ja jetzt ja schon abgeschlossen. Und danach, weil es ja keinen Abbruch gibt, danach werden wir uns eine Unterkunft bauen müssen. Damit wir die Nacht eben halt auch überleben. So zumindest die Idee. Ja, weil nachts, sind wir auch ehrlich, habe ich keinen Bock draußen irgendwie rumzurennen. Sondern da will ich eigentlich schon ein bisschen versteckt irgendwie eingebunkert in meinem Kämmerchen sein. Weil nachts sind die Zombies, sagen wir mal so, schneller unterwegs und aggressiver als sonst. So, jetzt gucken wir mal hier vorne. Zum Glück haben wir die Festung, beziehungsweise den Händler. Hier bei uns in der Nähe. Manchmal ist es leider auch so, dass der sonst wo ist. Also wirklich am Arsch der Welt. So, hier haben wir den Händler. Von dem kriegen wir teilweise unsere Quests, Aufgaben. Aber wir haben quasi mit dem Händler das Tutorial abgeschlossen. So, jetzt können wir mal gucken, was haben wir denn hier für To-Dos? Alles Stufe 1, finde ich ja gar nicht mal so schlecht. Und wir nehmen natürlich was, was, sag ich jetzt mal, vielleicht nicht allzu weit von uns entfernt ist, und zwar 312 Meter. Müssen wir nochmal gucken, was ist da hinten? Dann gehen wir nochmal da gucken, was wir da so finden. Achso, ja, genau. Und beim Händler auch wichtig, wie wir gerade gehört haben. Wir können beim Händler nichts einsammeln. Oh Gott, wer ist denn hier? Hier haben wir schon mal den ersten Zombie. Okay. Ma'am. Bleiben Sie weg. Ich hab gesagt, bleiben Sie weg. Oh Gott. Geh doch weg. Warum bewegst du dich so? Okay, sie liegt. Aber sie ist noch nicht tot. Wir müssen mit dem Knüppel ein bisschen öfter raufhauen, würde ich sagen. Okay, jetzt ist sie tot. Meine Fresse. Okay, ein Zombie, also so die Zombies, Step by Step, easy. Mehrere Zombies könnten ein Problem werden. Bin ich ehrlich. Der Nachteil ist bei dem Händler, ich würde gerne mich in der Nähe vom Händler aufbauen. Normalerweise. Aber da sind keine Häuser diesmal. Und wenn wir da keine Häuser haben, sehe ich das als Problem an. Weil am einfachsten ist es, sich in einem Haus, wirklich in so einem ganz kleinen Kabuff, sich einzunisten und seine Verteidigungsstrukturen dahingehend aufzubauen. Das ist immer das Problem, dass er hier anscheinend irgendwie dafür, dass wir trotzdem ziemlich weit weg waren, geil auf uns ist. Und man muss auch dazu sagen, dass die Zombie-Typen unterschiedlich stark sind. Und ich glaube, er hier ist gar nicht mal so schwach. Weil die halten halt unterschiedlich aus, so wie er hier. Gott, meine Fresse, Alter, wie viele Schläge jetzt hören aus. Und manchmal werden sie auch aggressiv. Kleine Mistviecher. Alter, wie viel er aushält. Ist doch nicht normal. So, Vorteil bei solchen Aufgaben und Quests ist, wir könnten jetzt die Quests einfach annehmen. Ne? Aber wir können doppelten Loot abgreifen. Heißt einfach, wir können quasi hier schon mal ein bisschen gucken gehen. Wo hier Zombies sind, wie er hier zum Beispiel. Oh, er schlägt mich auch. Der trifft auch noch. Wir springen mal hier runter. Hier habe ich aber keinen, ne? Hier ist niemand. Oh, da ist der Stachelbart. Ist natürlich ganz geil. Weil der Zombie kriegt dadurch ja schon mal ein bisschen Grundschaden. Ohne dass ich was machen muss. Oh Gott. Okay. Was wir auch eben halt haben ist, wenn wir das Werkzeug benutzen. Ne? Seht ihr ja unten jetzt bei der Leiste, bei dem Knüppel. Das nutzt sich halt ab. Wir müssen halt Sachen auch dann wieder reparieren. Okay. Der wird doch bestimmt hier gleich aufstehen, oder? Okay. Ich
Der ging recht flott, muss ich sagen. Nein, da ist auch noch jemand. Okay, wir looten uns erstmal hier durch. Also sprich, wir gucken erstmal, was für Gegnertypen wir hier haben. Wir looten in der ersten Runde einmal schon mal komplett durch. Damit wir, wenn wir die Mission durchführen, die ganzen Sachen hier wieder respawnen. Wie gesagt, dann können wir doppelten Loot abgreifen. Finde ich ganz geil. So, okay, im ersten Step haben wir jetzt zumindest einmal schon mal eine Menge gefunden. Die Boots werden wir reparieren und werden die danach natürlich auch sofort tragen. So, was haben wir denn sonst noch Feines? Durchlesen des Bauplans, kannst du lesen? Ah, Scheinwerfer. Auch nicht so verkehrt. So, okay, würde ich mal sagen, wir trinken mal was. Und wir essen mal was. Einfach, weil wir es können. Und weil wir jetzt als nächstes, genau, mit dem Trinken und mit dem Essen haben wir nämlich jetzt auch unser Leben wieder ein bisschen besser im Griff. Und ich würde jetzt mal behaupten, wir reparieren nochmal den Knüppel. Und fangen an mit dem Gebiet hier. Mit unserer Mission. So, jetzt gucken wir mal. Okay, hier scheint nichts weiter zu sein. Wir gucken erstmal hier unten wieder nach. Weil, wie gesagt, jetzt haben wir alles respawned. Wir kommen jetzt hier auch nicht mehr in die Türen rein, so wie wir es vorhin hatten. Da hinten ist jemand. Okay, die nette Dame ist ein bisschen flotter unterwegs, als ich gedacht habe. Ach ja, jetzt kommen auch gleich noch zwei. Das finde ich natürlich ganz gut. Dass du dich da in die Scheißecke stellst. Gott, hier ist ja richtig viel Lärm. Okay, warte, wir gehen jetzt mal hier hin, damit sie sich immer schön da drinnen bewegt. Ja, jetzt gehen wir wieder hier lang. Also sie kriegt ja, wie gesagt, vom Stacheldraht, kriegt sie ja selber auch ordentlich Schaden. Alter, jetzt hat sie ihren Kopf verloren. Dabei wollte ich doch nur hier unten looten. Aber gut, wenn sie ihren Kopf halt verliert, ne, dann ist ja nicht mein Problem. So, Benzin. Benzin brauchen wir in, ich weiß gar nicht, ob wir Benzin wirklich benötigen, weil Benzin ist eher im Late Game. Ne, wir können auch Fahrzeuge herstellen, also wir können Fahrzeuge selber bauen, wenn wir wollten. Habe ich jetzt eine Waffe gefunden? Ernsthaft? Ja, ich habe eine Waffe gefunden. Okay, geil. Kann ich die auch gleich nochmal reparieren? Kann ich sogar reparieren. Wie nice! Das finde ich mal sehr gut, würde ich sagen. Also wirklich gar nicht mal so schlecht. Okay, gut, dann gehen wir erstmal hier noch weiter looten. Dann gehen wir nämlich nach oben. Oben haben wir ja letztes Mal jetzt auch gerade noch zwei Zombies gesehen. Und ich finde diesen Platz gar nicht so verkehrt. Dafür, dass der wahrscheinlich, ich sag mal so, der am nächsten ist zu unserem, zu dem Händler. Finde ich das jetzt gar nicht so schlimm. Also finde ich das gar nicht so verkehrt. Vielleicht bunkern wir uns auch hier drinnen ein. Also es wäre halt eine Möglichkeit, würde ich sagen. Oh, schade. Immer schönst aufs Köpfchen, weil Köpfchen gibt... Gott, ich hab nochmal Aua bekommen. Köpfchen gibt nämlich... ordentlich Aua. Warum? Zum Fick hat er mich denn, warum trifft er mich denn so hart? Na gut, gehen wir erstmal hier runter. Er wird uns ja hier wahrscheinlich folgen. So blöd wie er ist. Ist halt ein Zombie. Wir müssen uns danach gleich erstmal kurz verarzten. So, bleibst du? Nee, bleibst nicht liegen. Also so Stacheldraht finde ich schon nicht verkehrt, weil die Zombies sind einfach dämlich und laufen da drin rum. So, jetzt verarzten wir uns erstmal kurz. Weil ich habe ja doch ganz schön kassiert schon, das ist ja gar nicht mal so gut.
bin ich da. Also ich krieg gerade ganz schön auf die Glocke. Wir können uns auch erstmal was zu essen noch reinzimmern. Beziehungsweise wir trinken erstmal kurz was. Und dann essen wir nochmal was. Weil wie gesagt, Nahrung und Co. ist schon nicht gerade unwichtig. Wir warten kurz. Oh Gott, oh Gott. Ich muss bald hier noch meine Trick 17 hier rausholen, wenn es weitergeht. Okay, wir müssen hier runter. Hä? Was macht sie denn jetzt? Willst du nicht runterkommen? Ja, bist du ganz schön dämlich da reingefallen, ne? Ja, bist du nicht die cleverste, ne? Ja. Dann sag ich auch mal tschüss. Okay, cool. Haben wir? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, als nächstes müssen wir erstmal nach oben. So, Leben ist trotzdem... Also mein Leben ist auch nicht so gut, ne? Oh, wir haben sogar Munition für die... Pistole. Oder für das Maschinengewehr. Ich weiß noch nicht, ob wir das Maschinengewehr wirklich nutzen wollen, sollten. Oder ob wir davon ein bisschen wegbleiben. Weil wir kennen es ja aus Zombiefilmen, ne? Jeder kennt's. So, Lautstärke. Not the best idea. In Zombie-Apokalypsen-Ebenen. Sondern immer versuchen, so weit wie es geht, Silence-mäßig aufzutauchen. Wir haben einen Helm. Den reparieren wir erstmal. Und dann würde ich sagen, tragen wir den. Plus, dass wir das Heftchen hier benutzen. Ich habe nicht mehr so viel Platz. Das ist jetzt, wie gesagt, die Frage, bleiben wir am Ende hier? Weil wenn wir hier bleiben, könnte ich mir natürlich hier jetzt noch eine Kiste schon mal hinbauen, damit ich loot-technisch zwischenbunkern kann. Ja, das wäre jetzt vielleicht gar nicht so verkehrt. Alter, was finden wir denn hier? Das ist ja auch gar nicht mal so unnett, diese Pistole hier. Also loot-technisch sind die Räumlichkeiten hier ganz schön geil. So, ist jetzt hier wieder... Oh, hier ist wieder Johnny. Okay, ist hingefallen. Okay. Ich glaube, wir bauen uns wirklich hier auf. Also wenn wir hier das Ganze geklärt haben und die Aufgabe gelöst haben, glaube ich, werden wir uns hier niederlassen. In diesem kleinen, wunderschönen Häuschen. Weil, ich fühle mich, also, ist halt nicht so groß, aber groß genug, um Sachen halt aufzubauen. Müssen wir halt mal schauen, ne? Guck mal, hier haben wir jetzt den Kurier. Benutzen. Haben wir noch Zeitschriften gelernt? Nee, noch nicht. Genau, weil jetzt haben wir eigentlich schon die Aufgabe quasi ready. Aber wir clearen hier noch den Part. Weil wir wollen natürlich die Räumlichkeiten für uns haben. So, wir können ja mal gucken, wie gut ist denn die Waffe? Zwei Schuss? Ist er wirklich tot? Nee. Oh, keine Munition mehr. Nicht genug Ausdauer? Warum habe ich nicht genug Ausdauer? So, reparieren wir einfach nochmal unseren Dings. Wir machen das Ganze in Ruhe. Lassen uns bei dem Spiel hier komplett nicht stressen. Weil es macht gar keinen Sinn, sich stressen zu lassen. Und so eine Kiste hier vorne hinzubauen.
wir können die auch mal gleich verbessern. Ist als Strategie gar nicht so verkehrt. Ja, ist so eine gängige Strategie, weil dann kannst du dich vorne hinstellen und kannst die Leute einfach Step by Step wegklatschen. So, die können nämlich gar keinen Schaden machen. Gar nichts. Die können gar nichts machen. Gar nichts könnt ihr machen, Freunde. Gar nichts. Gar nichts. So, du fällst jetzt ziemlich auch gleich um. Sehr gut. Und jetzt kommt der nächste hier noch. Der letzte. Das einzige, was jetzt natürlich dämlich war, ist, wir haben jetzt hier so ein Ding gebaut, was gut viel Stabilität hat. Ne? Damit die eben halt nicht bei drei Schlägen irgendwie durchkommen und auf einmal sagen sie, hurra, hurra, wir sind da. Und ich sage, nein, geht weg. So, wir nehmen natürlich hier noch den ganzen Stuff mit. Das werden wir benutzen. So, hier haben wir noch mal ein bisschen... Ja, das kann ich nicht mitnehmen. Okay. Jetzt müssen wir uns echt überlegen. Bleiben wir hier? Ich würde fast sagen, ja. So, das heißt, im Umkehrschluss, wenn wir hier bleiben... nehmen. Ausrüsten. Ach so, das ist eine Waffe. Nee, dann reparieren wir das. Und ich hab's fallen lassen, oder was? Wo ist denn jetzt mein Holzknüppel? Okay, er ist nicht da. Gut, wir packen... Ach, da ist er. Wir packen mal ein paar Sachen zurück, die wir aktuell nicht brauchen. So wie das. Das werden wir gleich abgeben. Haben wir einmal unseren Vorrat quasi aufgefüllt. Hier gucken wir jetzt nochmal kurz rein, was wir hier noch in der Kiste haben. Was zu essen. Das nehmen wir natürlich mit. So, das heißt, wir werden uns jetzt erstes mal wieder zurück auf zum Händler machen. Und dann werden wir hier... wir werden hier uns aufbauen. Sag ich so, wie das ist? Wir werden hier quasi unsere Zelte aufbauen. Der Händler ist 300 Meter weg. Völlig in Ordnung. So, weil, ist okay. Weil was Näheres finden wir halt nicht. So, wir haben hier Wald. Wir können also gut abholzen. Also wir können halt Ressourcen sammeln. Das ist auch ganz nice. Und das Häuschen ist eben halt, wir können uns gut einbunkern. Wir ziehen einfach Wände hoch und bunkern uns einfach da drin ein. Warum? Weil wir es können. So, jetzt sind wir hier gleich wieder beim Händler angekommen. Aber ich habe vorhin gesehen, dass ja hier ist noch ein Zelt. Da waren wir noch gar nicht drin. Und haben noch gar nicht geschaut. Weil manchmal verstecken sich ja hier auch gute Ressourcen dran. Ah, okay, Wasser. Und Medikamente. Plus ein Auto. Okay, haben wir soweit mitgenommen. Finde ich ganz geil. Nehmen wir noch hier die Steine mit, die hier vorne rumliegen. Da vorne ist auch noch ein LKW, okay. Wir gucken mal ganz kurz hier rein und geben erstmal unseren Auftrag ab. So, hello, hello, hello. You are... Okay, wir können, was können wir denn jetzt hier alles? Okay, wir kriegen Erfahrungspunkte. Und können uns jetzt hier natürlich noch was raussuchen. Wir nehmen natürlich das Scharfschützenbuch einfach mit, würde ich sagen. Und die nächste Aufgabe suchen wir uns morgen. Morgen kommen wir nochmal vorbei, Freundchen. Aber wir können... Stimmt, wir können beim Händler nämlich auch looten, was das Zeug hält. Was wir natürlich jetzt machen. Wir nehmen jetzt hier alles auseinander, was nicht nied- und nagelfest ist. Weil... Es ist ja kein Nachteil. Ne, wir können hier quasi, ohne dass der sauer wird, können wir ihm quasi alles vor der Nase wegklauen. Warum? Weil wir einfach gute Kumpels sind. Wir teilen einfach, ne? Wir teilen die Munition, wir teilen einfach alles. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal wieder zurück zu unserem Haus. Und bauen uns da einfach mal auf. Ja, das machen wir jetzt. Jetzt sind wir langsam hier bei uns eigentlich hoffentlich bald unserem eigenen Heim gut angekommen. Ich hoffe, wir können hier auch bauen. Weil normalerweise ist das Haus ja hier ein Gebiet, ne? Simmons Shanty, sieht man ja hier.
ist die große Frage. Ich hoffe jetzt nicht, dass es nachts irgendwie ein Respawn-Punkt oder sowas wird. Wir gehen jetzt aber trotzdem erstmal kurz die Ressourcen, die wir gesammelt haben, quasi erstmal hier wieder in die Kiste bringen. Die wir nicht benötigen. Können wir eigentlich alles hier lassen. Weil wir werden jetzt hauptsächlich looten. Wir werden Holz sammeln. Wir werden uns hier... Wie viel Holz haben wir denn schon? 90. Wir werden uns hier ganz viele Dinger fertigen müssen. Weil wir werden es dann perspektivisch so aufbauen, dass wir hier hinter... Ich kann es ja mal testweise mal machen. Wir werden hier quasi so lang den Kladderabums bauen, damit die Zombies, wenn sie kommen, also natürlich hier dreimal hoch, quasi gegen... Hallo? Hier gegenlaufen. Also gegen... Wisst schon, ne? So. So. Und das Ganze machen wir einmal um das Haus herum. Ne? Dass wir hier quasi das Ganze einmal so aufbauen. So wie hier. Damit, wenn sie hier drinne sind, genauso wie ich jetzt gerade, dämlich sind und Schaden bekommen. Ne? Aber ohne, dass sie unser Haus... Ey, ich laufe jetzt aber auch dreimal dagegen, ne? Also es kann auch mal jetzt aufhören. Achtweilige. Wie baue ich denn das? Können wir das hier... Ich kann das nicht bauen. Kann ich das nicht bauen wegen... Ist ja okay. Weil hier noch das Ding... Was ist denn hier los? Alter, das dauert ja Ewigkeiten. Okay. Drauf geschissen. Wir bauen jetzt erstmal Holz ab. Also wir brauchen halt en masse an Holz. Weil wir haben es ja auch schon 15 Uhr... 15.05 Uhr. Ab 22 Uhr wird es halt kritisch. Beziehungsweise gefährlich. Ab 22 Uhr kommen die Zombies nämlich in so einem Nachtmodus. Und, ja, die sind halt schneller unterwegs, die Freunde. Und das wollen wir natürlich nicht. Ne? Wir wollen uns denn schön einbunkern, wollen quasi ein bisschen looten, craften, kochen. Vielleicht buddeln wir uns auch nach unten. Weil wir können nach unten hin, können wir natürlich auch nochmal ein bisschen was looten. Ne? Da gibt es ja dann so Abbaumaterialien wie Metall und so einen ganzen Schwachsinn. Den wir dann später eventuell noch benutzen könnten. Für weiteren geilen Stuff. Für später. Weil es eigentlich auch eher Late Game. Und dadurch, dass wir ja nur 7 Tage maximal spielen, versuchen wir uns auf das Kleinste runterzubrechen. Also auf das, wie nennt sich das denn? Auf das Grundprinzipien? Nee, wie nennt sich das denn? Ich weiß nicht, wie man es nennt. Aber jetzt sammeln wir erstmal ein bisschen Ressourcen. Bauen uns unser Unterstopf ein bisschen besser aus und dann gucken wir nämlich gleich weiter, wenn wir da soweit sind. 2 hours later. Oh Gott, es ist eine Farmstation. Ich sag's euch, Chat, ich habe ja gar keinen Chat hier, aber ich sag's euch, es ist wild, was wir hier bauen, also was wir hier an Ressourcen benötigen. Es ist, also alleine diese Holzstacheldinger fertig zu kriegen, die brauchen anscheinend extrem viel. Ich weiß gar nicht, wie viel Mats brauchen die denn? Also wir können wieder nochmal 12 anfangen, weil wir haben noch nicht mal die Hälfte des Hauses durch. Es ist halt extrem viel, was wir benötigen an also wirklich sehr viel an Holz. So, wir haben noch knapp eine Stunde. Dann wird's tricky. Vor allen Dingen, wir wollen ja auch, wir haben jetzt ja nur, ich sag jetzt mal, das Grundgerüst da hinten zwar gebaut, wie wir jetzt hier hinten sehen, aber wir müssen halt das Ganze noch eigentlich verbessern. Dafür brauchen wir ja auch Ressourcen, also auch Holz. Aber mal gucken, es wird interessant. Die erste Nacht müssen wir auf jeden Fall überleben. Wir gucken mal. Die restlichen Dinger hier setzen können. Richtig?
Hallo? So, machen wir erstmal hier weiter. Oh, und das war's schon. Okay. Mehr Ressourcen haben wir nicht. Soll uns auch gar nicht so weit stören. Genau. So. Okay, wir sollten uns ein bisschen Holz aufheben. Für die Barrikade, die wir jetzt hier drin bauen. Verschlossen? Wieso verschlossen? Oh, ich dachte gerade. Ich hatte kurz Angst, dass mir mein ganzer Stuff, dass alles weg ist. Im Sinne von, es ist wirklich alles weg. Gut, wir machen uns jetzt erstmal eine Kochstation. Lagerfeuer. Genau. Legen wir uns mal eins an. Setzen uns das am besten mal. Wo ist die Küche gewesen? Nee. War die Küche nicht hier? Ja. Genau. Packen wir uns nämlich das Lagerfeuer einmal. Quasi hier hin. Schmeißen hier einen Teil von. Nehmen da rein. Nehmen uns noch den wunderschönen Kochtopf, weil den kann man nämlich auch gleich hier mit aufsetzen. So. Weil jetzt machen wir uns erstmal Getränke. Rezepte, Wasser. Alles. So. Dann haben wir noch die Potato. Und, was ich euch noch gar nicht gezeigt habe, Chat. Also, warum sage ich mal Chat? Ich bin nicht, also nur für euch, ne, auf YouTube selber. Ich streame das Ganze jetzt hier gerade nicht. Ich mache das hier, aber es ist irgendwie drin mit Chat. So, wir gehen jetzt mal rein. So sieht unser Charakter gerade aktuell aus. Gar nicht mal so schlecht, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Wir haben aber natürlich auch Fertigkeiten, die wir aufleveln können. Was wir als erstes aufleveln, ist der Prügelpeter. Prügelpeter ist, weil Knüppel. Ich liebe Knüppel. Wir bleiben beim Knüppel. Wir werden den Knüppel immer weiter machen. Wir müssen hier nochmal ein bisschen was machen, damit wir hier den Knüppel weiter verbessern können. Haben wir. So, wir haben noch einen Fertigkeitspunkt. Den packen wir einfach mal in Packesel rein. Weil wir brauchen halt Utensilien. Wir brauchen halt Platz. Ne? Also, we need space. Space, we need it. Ansonsten ist halt schlecht. So, jetzt ist es 22 Uhr. Die Bösewichte sind jetzt draußen. Speck mit Eiern. Wann kann ich die machen? Bei Speck mit Eiern, ich habe alles dafür da. Why I don't can cook it? Kochtes Ei? Kochtes Ei könnte ich jetzt auch schon machen. Oh, gekochtes Fleisch würde auch gehen. Oh, wie geil wäre das denn? Was war das? Ist das jedes Mal, wenn ich... Ah, okay. Ich würde sagen, ist das jedes Mal, wenn ich hier reingehe? So, wir können aber auch mal ganz kurz gucken, was können wir denn noch machen an Werkzeug. Weil ich würde gerne so eine Steinschaufel haben. Dafür brauche ich Holz. Holz fehlt mir. Ist eigentlich nicht so wild. Aber wir warten mal ganz kurz, bis das Wasser durch ist. Das dauert ja einen Moment. Dann können wir uns ein bisschen Holz... Wobei, warte mal, wir können auch Holz draußen abbauen. Der auch. Das war hier. So, jetzt haben wir Holz abgebaut. Hä? Ich würde sagen, warum sehe ich denn hier nichts? So, jetzt könnten wir uns nehmen... eine Steinschaufel.
Fertigen wir uns jetzt auch mal an die Steinschaufel? Okay, da komme ich nicht durch. So, jetzt ist die große Frage. Sind wir hier wirklich sicher? Weil ich kann halt die Tür nicht verschließen. Das ist das, was mich so ein bisschen irritiert. Und wir sollten vielleicht da unten noch ein paar Blöcke zubauen. Weil das hier, bin ich ehrlich, gefällt mir kein Millimeter. Dass die Leute halt hier rein könnten, wenn sie wollen. Ich kann hier unten nicht bauen. Dann muss ich das hier zubauen, oder was? Weil ich sehe das halt nicht. Es ist halt... Okay, warte mal, jetzt haben wir das zugebaut. Wie kann ich hier noch durch? Kann ich das hier irgendwie... Achso, ich habe jetzt kaum noch Ressourcen. Okay, scheiße. Gut. Er ist auch gleich fertig. Wir haben wieder genug Wasser. Benutzen wir auch gleich mal eins. So, danach machen wir gekochtes Ei. Recht ist richtig, dass da hinten... Ist da was? Okay. Sieht erstmal aus, als ob derjenige da unten verreckt ist an meinen Fallen. Was ich jetzt erstmal an sich nicht so schlimm finde. Im Gegenteil, ich finde das sogar sehr gut. So, okay, wir müssen jetzt wie gesagt bis 7 Uhr durchhalten. Um 7 Uhr ist dann der Tag vorbei. Das heißt, wie gesagt, wir machen jetzt den Cooking Simulator. Bevor wir uns hier, ja, weiter vergnügen. Und essen jetzt erstmal eine Runde was. Weil wir müssen halt die Nahrung wieder hochkriegen, ne? Wir sind hier unten, also quasi hier rechts neben mir. Haben wir ja unten quasi bei der Waffenleiste, haben wir ja da drunter so einen grünen Balken. Der geht jetzt gerade nach oben, weil wir natürlich jetzt Essen haben. Daneben haben wir noch eine blaue Leiste, das ist unsere Getränke. Und ganz oben bei den Waffen haben wir eine lila Leiste. Das sind unsere Erfahrungspunkte, die wir machen. Und ja, sieht erstmal gar nicht so schlecht aus. Werden auch wahrscheinlich die erste Nacht überleben. Aber wir sind hier gut eingebunkert. Außer es gibt jetzt eine große Überraschung. Surprise, surprise. Man weiß ja nie. Und hier spawnen auf einmal ganz viele Sachen nach. Dann habe ich aber ein Problem, weil hier ist meine Kiste mit den ganzen Utensilien. Wäre halt nicht so schön, wenn ich die dann dadurch verlieren würde. Ja, das heißt, wir gucken jetzt mal, was uns jetzt noch in der Nacht hier so begeistert. Beziehungsweise wir warten jetzt hier noch mal ein bisschen ab, kochen hier ein bisschen die Sachen durch. Und dann schauen wir gleich weiter, wenn er hier soweit durch ist, wie es aussieht mit Buddeln, dass wir uns runtergraben. Soweit wie wir können. Fangen wir mal an, ein bisschen in die Erde zu minen. So, währenddessen können wir ja mal ein paar Themen soweit durchgehen. Meint ihr, ihr würdet in so einer Zombie-Apokalypse überleben? Wir haben ja einige Spiele schon gespielt hier auf unserem Kanal, ne? The Walking Dead zum Beispiel. Der Stevie, fleißig wie er ist, gestreamt und auch ein schönes Let's Play draus gemacht. Und jetzt ist natürlich die große Frage von wegen, meint ihr, ihr könntet in einer Zombie-Apokalypse quasi überleben? Ich bin ganz ehrlich, ich glaube, ich würde, glaube ich, nicht allzu lange überleben. Ne? Also ich glaube zum Beispiel, dass der Stevie einfach durch Erfahrungswerte und durch andere Sachen, durch Fertigkeiten, die er einfach mit sich bringt, dass der gut überleben könnte. Alleine, selbstständig. Da muss man auch ganz klar sagen. Ich selbst bin ja so ein bisschen eher darauf angewiesen, wahrscheinlich eher auf andere Leute, in Anführungsstrichen. Ne? Ich weiß nicht, ob ich mich selbst versorgen könnte. Beim Stevie glaube ich schon, dass der Stevie das ganz gut hinkriegen würde. Ja. Ich glaube, ich würde einfach am Ende verhungern. Oder einfach aufgeben. So mitten in so einer Horde, wo ich dann einfach nicht weiter weiß, würde ich einfach wegrennen. Also, wobei wegrennen wahrscheinlich noch nicht mal, sondern eher
Ja, weiß ich nicht. Ich würde wahrscheinlich draufgehen. Was sammeln wir denn hier eigentlich fleißig gerade die ganze Zeit? Wir sammeln Lehmboden und Bruchsand. Und wir haben den Klappstuhl mitgenommen. Okay. Okay, und was können wir damit machen? Kies, Asphalt. Dafür brauche ich eben Betonmischung, Sandsäcke. Sandsäcke hört sich ja gar nicht mal so schlecht an. Sandsäcke quasi nochmal als Verbarrikadierung? Wie viel brauche ich denn dafür? Ich brauche Stofffetzen und Sand. Das, glaube ich, könnte sogar richtig gut sein. Dass man die anderen quasi, dass man die Sandsäcke... Oh, wie baut man das denn? Dass wir die noch... Wir packen zuerst die Spikes vorne hin, dann die Sandsäcke, dahinter dann nochmal Spikes. Boah, das wäre gar nicht so verkehrt, aber dafür brauchen wir wieder en masse an Ressourcen. Vor allen Dingen auch an diesen Kies-Zeus. Wo ich mir nicht sicher bin, ob wir das alles haben. Ich meine, wir sammeln zwar hier auch immer fleißig, aber das ist halt sehr mühselig. Aber machbar. Was wäre eine Idee? Oder ist es mal eine Idee für ein späteres anderes Projekt? Falls wir mal das Ganze nochmal in 7 Days machen, ein weiteres Projekt, ne? Je nachdem, wie gut es bei euch hier ankommt, könnte man ja überlegen, ob man dann das Ganze ja auch live macht. Ne? Mit euch zusammen, liebe Community. Dass wir das Ganze auf Twitch machen, auch als Projekt, aber vielleicht ein bisschen anders aufgebaut, sodass wir das nicht machen, dass wir nach 7 Tagen durch sind. Sondern wir probieren einen Run zu machen, der quasi lange geht. Aber so lange, bis wir halt sterben. Ne? Wie gesagt, YOLO spielen ist da nicht angesagt. Ist es ja jetzt aktuell auch nicht. Und daher könnte man dann wirklich überlegen, wie man das am dümmsten macht. Das heißt, wir können eigentlich erstmal das Ganze wieder ausschalten. Weil, warum sollen wir es laufen lassen, wenn wir nichts haben? Das Einzige, was wir jetzt haben, ist hier so ein kleines Löchle. Was wir jetzt so Step-by-Step eben halt hier auch komplett auseinandernehmen. Wir gucken mal, na, wie viel wir am Ende des Tages quasi hier gesammelt haben. So, guck mal, jetzt wird es mich schon wieder ein bisschen heller. Wie gesagt, die bösen Zombies dürften jetzt nicht mehr ganz so aggressiv sein. Die sind zwar immer noch aggressiv, ne? Darf man jetzt nicht vergessen, man darf die jetzt nicht unterschätzen, die Jungs, die Boys and Girls. Machen wir uns erstmal hier kurz einen kleinen Überblick. Also wir verschaffen uns jetzt erstmal einen kleinen Überblick, was jetzt hier passiert ist in der Nacht. So, reparieren erstmal hier die Utensilien, die wir hier haben. Weil einige haben dann doch schon ein bisschen gelitten, muss ich sagen. Aber gut, okay, gut. Das heißt, wir gehen jetzt wieder Bäume fällen. So, nehmen wir noch die zwei Bäume hier mit. Und dann gehen wir mit ein paar Coins Richtung Händler. Holen uns noch genug Wasser. Ja, weil wichtig ist auch trinken. Trinken, 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 Freunde. Trinken ist nicht gerade, also wirklich, jetzt ernsthaft. Vielleicht jetzt nicht so ein Zuckerwasser. Aber so normales Wasser, glaube ich, ist nicht verkehrt, gerade in der Sommerzeit ordentlich zu trinken. So, und jetzt würde ich mal sagen, gehen wir einfach mal eine Runde spazieren. Richtung Händler. So, jetzt sind wir hier beim Händler angekommen. Ich hoffe, wir kommen auch jetzt schon rein. Nein, kommen wir nicht. Okay, na, das ist natürlich jetzt richtig pain in the ass. Dann gucken wir mal, ob wir hier noch um den Händler herum noch was finden. Wie zum Beispiel hier in diesem LKW. Weil wir brauchen was zu trinken. Also ich würde jetzt alles nehmen.
getränketechnisch. Hallo? Ah, natürlich. Natürlich sind wir hier nicht alleine. Warum sollten wir auch? Gut, gehen wir mal hier hinten nochmal hin. Okay, jetzt kommen die beiden Gäste kommen hier raus. Geht's dir nicht gut? Oh, gar nicht. Er hat nicht getroffen. Okay. Das war anders. Aber gut, es war wichtig für uns. Weil hier hinten ist noch eine gute Kiste. Ah, ich wusste, dass wir hier wieder nicht alleine sind. Mal gucken, ob er sich so dumm anstellt. One-Shot? Okay. Okay. Also sage ich jetzt nicht nee dazu, wenn er mit einem Schlag kaputt ist. Why not? Und es war jetzt hier wirklich nur... Ich bin hier rein für... Für sowas? Really? Ja, okay. Ich bin wirklich nur hier rein für sowas. Gut, jetzt gucken wir nochmal ganz kurz. Kommen wir jetzt zu dem Händler rein? Trader Joe's is now open. Okay, das war sehr laut. Und ja, wir kommen jetzt in den Händler rein. Mach doch wieder zu. So, okay, cool. Händler ist on the point. Das heißt, wir gehen jetzt hier einmal kurz rein. Sprechen mit dem Händler. Und gucken mal, was er so Schönes zu bieten hat. Zumindest essenstechnisch. Er hätte Wasser für 120. Könnte ich kaufen. Bier. Großvaters vergiss mein Elixier. Okay, klar. Nee, ist klar. Mhm. Er hat jetzt nur noch Bier? Scheiße. Well, it's about time you bought something. Wir müssen, glaube ich, gleich zweimal trinken. Wir essen jetzt auch noch mal einmal kurz. So, dann würde ich mal sagen, wir haben es ja jetzt gleich 7. Wir gucken hier noch mal kurz ein bisschen rum, ob wir hier noch loot-technisch was vergessen haben. Wie zum Beispiel hier oben auf diesen Brettern. Und dann würde ich sagen, war das auch mit der ersten Folge für dieses Projekt. Ich hoffe, euch gefällt das Projekt auch soweit. Und lasst es uns auch gerne in den Kommentaren wissen, ob ihr wirklich Spaß dran habt an solchen Sachen. Oder ob ihr eher sagt, nö, ist gar nicht unseres. Dann halt nicht. Ne? Würde mich mal interessieren. Weil ich würde perspektivisch einfach auch nochmal ein weiteres Projekt angehen. Was ähnlich ist, was dann aber diesmal, wie gesagt, live passieren würde. Und wir das dann live quasi mit euch im Chat bei Twitch quasi durchziehen. Wie gesagt, ein bisschen anders aufgebaut. Minimal. Aber auch nicht so viel anders. Ja, also wir wollen dann natürlich trotzdem überleben, aber Ziel ist dann nicht... Irgendwie überlebe 7 Tage, sondern wir gucken einfach, wir versuchen so lange zu überleben, wie es möglich ist. Mit mehreren Blutmonden und. Zusätzlich bietet das Spiel auch an, dass der Zuschauer bei uns quasi uns unterstützen kann. Ja? Unterstützen im Sinne von er gibt uns irgendwie Lootkisten oder es spawnen Gegnertypen. Also es geben positive so wie negative Aspekte gehen natürlich dann dabei ein. Und ich glaube, das könnte recht lustig werden. Ne, je nachdem, was ihr da so alles spawnt. Und das Ganze würde man natürlich dann auch wiederum auf einem sehr hohen Schwierigkeitsgrad machen. Weil es soll ja trotzdem eine Challenge sein. Ne? Wir wollen ja jetzt hier nicht irgendwie einfach gucken und sagen so, oh ja, ist ja schön hier.
Sondern wir wollen ja schon, dass mir der Arsch auf Grundeis geht, auf gut Deutsch gesagt. So ist zumindest das Ziel. So, okay, jetzt haben wir aber erstmal hier soweit alles abgesteckt. Wir werden jetzt hier nochmal kurz rausgehen und werden, weil es ist noch nicht 7 Uhr. Das heißt, die Folge werden wir auch jetzt noch nicht beenden, sondern erst in 20 Minuten. Also, 20 Minuten in-game. Und währenddessen werden wir hier uns mal dran hermachen, diesen wunderschönen Baumwollpflanzen hier komplett zu ernten. Weil wir brauchen die. Wofür werdet ihr morgen sehen in der nächsten Folge von 7 Days to Die. Wir schauen mal, wie lange Benny überlebt. Dann nehmen wir hier noch den ganzen Kram mit. Haben wir. Jawoll. So, okay, gut. Dann gehen wir jetzt wieder zurück. Wobei, warte mal, wir bauen noch ein Bäumchen, bauen wir noch hier auf. Bäumchen, Junge. Schöne Bäumchen. Weil wir brauchen ja auch Holz. Ohne Holz kommen wir nicht weiter. So. Den letzten Baum haben wir noch mit gefällt. Wir gehen einmal wieder zurück zum Händler. Schauen mal kurz da. Und dann ist das für heute auch das Ganze schon gewesen. So. Machen hier noch die Tür schön zu, weil wir sind hier ordentlich. Und dann stellen wir uns jetzt erstmal hier hin und sagen, Dankeschön. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Ich bedanke mich, dass ihr Interesse an diesem Projekt habt. Wie gesagt, lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen. Mögt ihr solche Projekte? Ja, nein, vielleicht. Habt ihr vielleicht auch Alternativvorschläge? Ne? Andere Challenges? Habt ihr da Ideen? Habt ihr irgendwas? Lasst es uns auf jeden Fall in den Kommentaren wissen. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder bei einer neuen Folge 7 Days to Die. Und bis dahin sage ich erstmal danke fürs Einschalten und bis morgen. Ciao.